Mein Name ist Hubert Teufel, ich bin Urlauber, komme aus Deutschland. Ich war jetzt eine Woche hier auf Rhodos zusammen mit 28 Musikern. Wir sind hier eingeladen worden, um uns hier zu präsentieren als deutsche Musikgruppe. Wir machten insgesamt 4 Auftritte, vornehmlich für deutsche Besucher. Wir hatten eine sehr schöne Zeit. In Deutschland waren Schulferien. Unsere Gruppe bestand aus 14 Schülern und 14 Erwachsenen. Wir haben nicht nur zusammen gearbeitet, sondern wir haben uns auch sehr wohl gefühlt. Die Unterkunft hier im Rhodos Palace, wunderbar. Wir haben unsere Freizeit zusammen genossen. Dadurch ist die Gruppe noch näher zusammengeschweißt. Wir haben einen Aktivurlaub gemacht und sind sehr zufrieden. Und heute kann ich hier mein Versprechen abgeben. Rhodos, Griechenland, wir werden wiederkommen. La nona volta che io vengo in Grecia, mi sono sempre trovato molto bene. Ho visitato Creta 2 volte, Santorini, l'isola di Kos. Adesso sono qui a Rodi, in questo bellissimo albergo. Mi trovo molto bene, il personale è particolarmente attento, molto gentili tutti, professionali. Il barman della piscina, Giorgos, è una persona squisita, prepara degli ottimi aperitivi e anche tutte le bevande. Il personale dell'animazione è un personale che ci sta allietando, per cui è stata una bella vacanza. Spero di poter tornare ancora per poter godere della bellezza della Grecia e di questa meravigliosa isola. È la prima volta che sono qui a Rodi, è stata una bella impressione sia l'isola anche l'hotel, ci siamo trovati molto bene, è bella completa come struttura anche per i bambini, l'animazione è stupenda, ragazzi bravissimi, si mangia bene, siamo contenti e pensiamo di tornare ancora. Rhodos Palace in Grecia è veramente un très bel hotel, il paese è veramente très beau, il clima è, la nourriture è buona. Il n'y a vraiment rien à redire sur ça. On conseille vraiment à tout le monde que la destination, c'est vraiment sympa. Io ho avuto una grandissima occasione visitare per la prima volta la Grecia, ma particolarmente la prima è stata Creta, che mi è piaciuta moltissimo, e donando molto all'ospite tranquillità, serenità, un paese molto allegro. E altrettanto ho voluto ripetere questa prova e mi trovo a Rodi, la quale la trovo meravigliosa, ospitale, gentile, con delle bellezze che meritano di essere veramente viste. Io auguro a tutti di poter avere questa opportunità. Sono già stata a Rodi e mi è piaciuto molto nel 2007-2008, sono tornata, molto bello, questo hotel è molto bello, mi piace molto. Veramente, le piscine, la città antica, mi è molto piaciuta questa vacanza qui a Rodi. Sono stata anche in Grecia, nella terraferma, ma qui mi è piaciuto molto, l'isola è bella, c'è un bel centro storico dove passeggiare, dove veramente ci sono dei ristoranti, dei locali veramente belli che piacciono molto ai turisti. Hi to everybody, I come from Israel, it's the first time in Rhodos. I very like the hotel, the food is excellent, the room is nice, the service, I was in the old town, very beautiful, very special, unique. In Lindos, Embona, the village, the beaches outside, wow. I want to say very, very big thank to all the Greek people and thank you very much. Greece is amazing. I love the service. Everybody is so nice. Everybody is happy, smiling to you. The beaches, of course, the Greek ladies, you cannot say no to them. Parties, drinks, a lot of fun. I love it. Service is great. The food at the hotel. I recommend everybody just to come here and have fun, have a good time, enjoy the vacation, and just forget of all the problems that they have at home. Just relax. Non è la prima volta che sono stato a Rodi, la Grecia è una nazione bellissima, il tempo è bellissimo anche se siamo ancora a giugno e l'albergo è organizzato tutto molto bene, si mangia bene, l'organizzazione è perfetta, ci sono un sacco di piscine, un sacco di cose da fare,
e cos'altro, niente. Sicuramente tornerò ancora in Grecia perché è un'isola, cioè la nazione è bellissima. Rodi altrettanto. It's the first time that I come in Greece, and the Rhodo Palace is a really great place to be. I don't know, you have to enjoy the swimming pool. The team of the hotel is really great too. So enjoy your holidays in Greece. I'm from Paris. It's my second time in Greece. The first was in Creta. I like a lot this place, and I will come back. Greek people are very nice. It's very fun, so I recommend to study days. I'm from Paris in France, and it's my second time in Greece. I was first in Crete and now in Rhodes, and I really enjoy it. I think the food is really nice, weather really nice, countryside even is really nice, we've been there. And most of all, people are really nice, friendly and helpful. And I think it's probably one of the best places in the Mediterranean Sea to spend holidays. Ein Dorf, eine Stadt. In der Nähe von Stuttgart, liegt im schönen Nordschwarzwald und jetzt sind wir hier, sehr schön. Ihr kommt jetzt aus Deutschland und was gefällt euch hier in Griechenland? Der Strand. Das ja. Hotel ist super, die Menschen sind alle sehr freundlich. Freundlich und aufgeschlossen, wird überall herzlich willkommen geheißen und immer sehr gut versorgt. Was könnte man hier noch verbessern in Griechenland? Ihr wart ja schon öfters im Urlaub, ihr seid junge Leute, geht vielleicht in Diskos. Eine Disco waren wir schon, ja. Da war es sehr schön. Also da muss man nicht viel verbessern. Für junge Leute geeignet. Das Wetter ist traumhaft. Man kommt auf seine Kosten auf jeden Fall. Ja, was habt ihr so unternommen? Was habt ihr erlebt? Was wollt ihr daheim erzählen von Griechenland? Ja, wir waren abends lang unterwegs, haben Karaoke gesungen. Es war echt witzig. Und die haben alle super mitgemacht. Ja. Waren von der griechischen Mythologie begeistert. Genau. Stadtführung besichtigt, die ganze Kultur, die ganze Geschichte betrachtet, die Altstadt bewundert und auch sonst eigentlich viel mitgenommen, viele Eindrücke und gute Impressionen. Würdet ihr Griechenland für deutsche Urlauber weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Ja. Dann wünsche ich euch hier noch einen schönen Aufenthalt. Vielen Dank. Erzählt in Deutschland, wie schön Griechenland ist. Machen wir. Genau. Und ich wünsche euch noch einen guten Aufenthalt hier. Dankeschön. Tschüss. Wir sind aus Deutschland, wir sind das erste Mal hier auf Rhodos in Griechenland. Toll hier, toller Strand, tolles Meer, schönes Hotel, alles wunderbar, ja, gefällt uns sehr gut. Ich komme aus Norwegen und es ist das vierte Mal hier in diesem Hotel. Und heute Nachmittag, dann kriegen wir einen Cocktail in Mythos Bar. Schön, für uns. Ja, gut, ja. Los, alles schön. Sehr gut. Darum kommen wir zurück wieder. Weil es sehr schön ist. Es ist vielleicht das beste Hotel in Griechenland, wir haben in diese. Und wir waren in Kreta und die anderen Inseln, aber dieses Hotel, sehr gut. In der Tat, ich bin aus Deutschland und wir sind genauer gesagt aus Süddeutschland, aus dem Landkreis Calw, aus Bad Liebenzell und machen hier mit unserer Gruppe eine Konzertreise und wir sind sehr positiv überrascht von diesem schönen Land, von dieser mediterranen Insel, von der Gastfreundschaft der Menschen. Wir sind überwältigt und freuen uns auf die noch verbleibende Zeit. Ja. Waren Sie schon öfters hier? Nein, ich kenne die Insel noch nicht. Ich bin jetzt das erste Mal hier und es wird nicht das letzte Mal sein. Darf ich Sie fragen, was gefällt Ihnen hier besonders gut? Es ist ein Mix aus verschiedenen Dingen, die es hier gibt. Einmal die alten Städte, zum Beispiel Rhodos hat eine sehr schöne Altstadt. Dann waren wir in einem Ort, in einem mediterranen Ort mit weißen Häusern, wo wir abends in Tavernen den Abend genossen haben und tagsüber natürlich das Baden am Meer. Ein wunderbar blaues Wasser. Unser Hotel hat einen wunderschönen Pool, wo man sich aufhalten kann. Es passt alles. Getränke, Essen, Sand, Sonne und vor allem die Freunde hier in Griechenland. Die Menschen sind das, was den Urlaub ausmachen. Und die Gastfreundschaft, ich kann es nur noch mal wiederholen, ist überwältigend. Dann darf ich Ihnen und Ihrer Gruppe noch einen weiteren schönen Aufenthalt hier bei uns auf Rhodos wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank, ich bedanke mich auch.